Jetzt lese ich die zu Ende die Arbeit über die Deutschen in der Ukraine während der Besatzung 1941 bis 1944. Das ist der Teil 3. Teile 2 und 1 sind als Highlight hier im Streamkanal hinterlegt. Könnt ihr angucken. Was ist eigentlich aus dem Schweizer Köti-Projekt geworden? Läuft weiter. Läuft noch weitere 10 Jahre. Ich habe mir jetzt neue Akkus gekauft für die Kamera. Ich fahre demnächst dahin. Aber im Sommer habe ich Segelschein gemacht. Das Jahr habe ich keine Zeit gehabt. Vor allem im Sommer ist der Besucherzeit. Da sieht man, da kann man nicht viel machen. Gut ist, wenn sie im Winter schließen, dann kann man gut aufnehmen und so weiter. Also, dritter Teil. Die Deutschen in der Ukraine während der Besatzung 1941 bis 1944. Die mit jenen Siedlungen verbundenen Ziele unterschieden sich von früheren Vorhaben der SS. Nunmehr ging es um Siedlungsperlen, also einzelne Stützpunkte im fremdvölkischen Gebiet, die leichter umzusetzen und zu sichern waren. Infolge des Kriegsverlaufs und der ab 1943 zunehmenden Partisanenangriffe kam der Sicherung der Siedlungen von Volksdeutschen ein höherer Stellenwert zu als noch bei den Planungen für den Generalplan Ost. Zur organisatorischen Leitung der Siedlungen wurden vom Rasse- und Siedlungshauptamt SS, RUSHA kurz, sogenannte SS-Landwirte in die Ukraine entsandt. Ihnen kam ferner die Aufgabe zu, die umgesiedelten Volksdeutschen zu betreuen, auch weil man in den SS-Behörden Zweifel an deren deutscher Gesinnung und deren Verlässlichkeit in der Auseinandersetzung mit Partisanen hegte. Also sprich, man vertraute ihnen nicht so. Spätestens bei der Vorbereitung der Umsiedlungsaktion in Wolinien mussten sich die Besatzungsbehörden erneut mit der Agrarordnung in den besetzten Gebieten auseinandersetzen. Die Abschaffung der verhassten Kolchosen wurde in der ganzen Ukraine nach dem deutschen Einmarsch erhofft. Ja, das gefällt mir nicht. Er schreibt das so pauschal. Das ist so, Kolchosen waren verhasst bei den reicheren Bauern, bei den Bauern, die viel hatten. Weil die mussten ja alles Hab und Gut in die Kolchose abgeben. Und dann wurde das unter allen quasi gleich aufgeteilt. Also wenn ich mehr habe als die anderen, warum soll ich dann gleich aufgeteilt werden? Ich will ja mehr davon haben, wenn ich mir das mehr erarbeitet habe. Und die Armen, die waren natürlich auf die Kolchosen angewiesen, weil die armen Bauern nicht so. Also sie haben nicht viel gehabt, ganz einfach. Und durch die Kolchose hatten sie halt eine gerechtere, also gleichere Verteilung. Von daher ist es zwar verhasst, aber bei den reicheren Bauern gewesen. Und gehofft auf die Abschaffung der Kolchosen haben auch die reichen Bauern gehofft. Die Armen nicht. Die haben eher zu den Kolchosen gehalten. Zum Beispiel haben wir heute, 2023, immer noch Kolchosen in Russland. Ja, es gibt immer noch Kolchosen dort. Und in Kasachstan wurden die ganzen Kolchosen abgeschafft durch den vorherigen Präsidenten Nazarbayev. Und dafür wird der Nazarbayev verflucht. Der hat die ganze Landwirtschaft in Kasachstan kaputt gemacht. Durch die Abschaffung der Kolchosen. So, als ersichtlich wurde, dass die Kollektivwirtschaft ist eine Kolchose, bis auf Weiteres beibehalten werden, machte sich unter Deutschen wie auch unter Ukrainern Enttäuschung breit. Warum haben die Deutschen die Kollektivwirtschaften beibehalten? Sehr interessant. Na, weil sie gesehen haben, dass die Kolchose viel effektiver ist
als einzelne Bauern jedes sein Stückchen Land da beackert, sondern einfach das ganze Land zusammenschließen und mit einem Traktor, den man dann kaufen kann, zu beackern, ist viel effektiver. Deswegen haben die Deutschen bei der Besatzung die Kolchosen nicht abgeschafft. Das ist ja klar. Sie wollten ja Ertrag haben und nicht Zufriedenheit der Bevölkerung, der reichen Bauern da. So, die ländliche Bevölkerung wurde weiterhin gezwungen in den Kolchosen, sie wurden nun in Gemeinwirtschaften umbenannt, zu arbeiten. Umbenannt bedeutet ganz was anderes. Gegen Landflucht und Arbeitsverweigerung wurde mit der verschärften Disziplinarstrafen vorgegangen. Um die Umsiedlungen in Wolinien aber nicht zu gefährden, wurden von den Besatzungsbehörden neben Straf und die ersten Maßnahmen zur Rückgabe des früheren Eigentums angekündigt. Aber nur angekündigt. Mulatten oder so hießen die reichen Bauern. Du meinst die Kulaken, aber die Kulaken wurden sie ja genannt von den Russen selbst. Und dann auch bekämpft, die Kulaken. Hier geht es jetzt unter deutscher Besatzung, 1941 bis 1944. Allerdings genehmigte der Reichskommissar Erich Koch die Übergabe von Grundstücken zuerst nur in den neuen volksdeutschen Siedlungsbrücken Wolliniens und auch nur zur Nutzung, nicht als Besitz. Sie haben ja gehofft, ah, unser Land, das ich in die Kolchose abgeben musste, jetzt kriege ich mein Land zurück. Und der Erich Koch, der gab halt nur zur Nutzung, damit du wieder für Deutschland einen Ertrag erbringen kannst. So. Etwas später, Anfang 1943, sah sich die FOMI gezwungen, auch in Transnistrien erste Schritte für die Zuteilung von Privatgrundstücken einzuleiten. Je schlechter der Krieg lief, umso mehr Zugeständnisse mussten sie der lokalen Bevölkerung machen. Ja. Wäre der Krieg 1941 schon gewonnen gewesen, wäre das überhaupt keine Frage. Dann hätten sie ganz normal ihre Hungerplanpolitik da durchziehen können. Aber 1942 waren sie dann angewiesen auf die Bauern, auf die Landwirte. Und 1943, weil nicht so viele deutsche Bauern da waren, mussten sie auch auf ukrainische Bauern setzen. Und deswegen wurden immer mehr Zugeständnisse gemacht. So. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurden den dortigen deutschen Gemeinden zusätzliche Landflächen zur Verfügung gestellt oder sie eigneten sich diese bisweilen ohne Erlaubnis an. Die FOMI sah darüber hinaus ihre Aufgabe darin, die deutschen landwirtschaftlichen Kollektive mit Maschinen und Vieh in der Regel auf Kosten benachbarter ukrainischer Gemeinden zu versorgen. Die Kriegswende im Winter 1942-43. Was war 1942-43? Stalingrad. Und Stalingrad wird von meisten Soldaten damals aus den Memoiren, aus den Briefen zu erkennen. Stalingrad war so ein Umbruch im Krieg, im Kriegsverlauf. Ab Stalingrad gab es keine große Offensive mehr bei den Deutschen. Es gab immer nur Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und auch die Stimmung, die war so. Ja, es ist aus, jetzt können wir es nicht mehr gewinnen, jetzt ist aus. Zum Beispiel nachzulesen in dem Buch Soldaten von Sönke Neitzel. Da werden Verhöre von gefangenen deutschen Soldaten oder Abhöre auch werden da abgedruckt. So, die Kriegswende im Winter 1942-43 und daraus resultierte zunehmende Verunsicherung der Bevölkerung drohte der wirtschaftlichen Belebung in Transnistrien ein schnelles Ende zu setzen. Die Entscheidung der FOMI, eine Privatisierung der Agrarflächen in Angriff zu nehmen, zielte in erster Linie auf eine Produktionssteigerung bei den volksdeutschen landwirtschaftlichen Unternehmen ab, die in den ersten zwei Besatzungsjahren zum wichtigen wirtschaftlichen Faktor geworden waren. 3 Wochen nach dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges am 11. Juli 1941 wurde auf Anordnung Himmlers, das der FOMI unterstellte Sonderkommando Russland,
mit dem SS-Standartenführer Hofmeier an der Spitze gegründet, um das Volksdeutschtum in der besetzten Sowjetunion zu erfassen. Gemäß den deutsch-rumänischen Vereinbarungen fiel Transnistrien, das von vielen Ukraine-Deutschen bewohnten Gebiet zwischen den Flüssen Dniester und Bug, einschließlich Odessa, unter rumänische Verwaltung. Angesichts der Meldungen über Plünderungen der deutschen Dörfer durch rumänische Soldaten konzentrierte sich das SKR anfangs auf den Schutz der Einwohner. Da diese Region einen traditionell sehr hohen Anteil an deutscher Bevölkerung besaß, war es der FOMI wichtig, die dortigen Deutschen unter der eigenen Kontrolle zu behalten. Trotz rumänischen Widerstandes konnte es die FOMI durchsetzen, dass die Volksdeutschen Transnistriens ausschließlich der SS unterstellt und vom Sonderkommando Russland betreut und verwaltet wurden. Ja, den Rumänen war natürlich die Volksdeutschen scheißegal. Die wollten plündern, die wollten Beute machen. So, da musste die SS wieder eingreifen. So, dafür setzte das SKR 18 Bereichskommandos mit SS-Führern höheren Ranges an der Spitze ein, die wie auch der SKR-Stab in den deutschen Dörfern Transnistriens stationiert wurden. Nicht nur mit den rumänischen Bündnispartnern hatte die SS-Führung Kompetenzstreitigkeiten bezüglich einer Betreuung der Volksdeutschen in der Ukraine. Noch bevor die besetzten ukrainischen Gebiete unter die zivile Verwaltung des Reichskommissariats Ukraine gestellt wurden, schaffte Hofmeier, der im rückwärtigen Heeresgebiet auch in Wolinien und im ganzen nördlichen Schwarzmeergebiet einschließlich Halbinsel Krim agierte, weitere 12 Bereichskommandos der FOMI und versuchte damit, die Kontrolle der SS über alle deutschen Siedlungsgebiete in der Ukraine herzustellen. Das ist mal, was da für Ressourcen draufgegangen sind, alleine für die Verwaltung der besetzten Gebiete, was das für Zeit und Kraft wegnahm. Wenn du zum Beispiel schaust, die Wehrmacht hatte 10 Millionen Mann und an der Front waren 2 Millionen. Was haben denn die anderen alle gemacht die ganze Zeit? Und da siehst du das, ja, dann ist ja, dann wird es ja klar, was da gemacht wurde. Okay, das ist jetzt nicht die Wehrmacht, das ist jetzt die SS, aber Wehrmacht half da auch oft mit. Und also lauter solches Zeug haben die getrieben, ne? So, dagegen gingen Vertreter des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete vor, die für die Erfassung und Betreuung der Volksdeutschen auf dem Gebiet des Reichskommissariats Ukraine ein eigenes Sonderkommando unter der Leitung von oben erwähnten Dr. Karl Stump, Sonderkommando Stump, aufstellten. Rosenberg sah die Verwaltung und Betreuung der Volksdeutschen in den besetzten Gebieten und insbesondere auf den Territorien unter ziviler Verwaltung als eigenen Kompetenzbereich an, scheiterte letztendlich aber im Streit mit der SS. Kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht versuchte Stump selbst Mitarbeiter der FOMI und SS-Angehörige im mittleren Rang seinen Tätigkeitsbereich auch auf die deutschen Ortschaften in Transnistrien auszudehnen. Nach einer Reihe von Treffen mit Hofmeier erhielt er aber eine klare Absage. Ein Jahr nach der Eroberung der ukrainischen Gebiete warf Himmler der Leitung des Ostministeriums vor, durch dessen kompetenzhungrige Stellen in der Organisation blühenden Lebens wie in Transnistrien behindert zu werden, und bekräftigte seinen alleinigen Anspruch auf die Führung aller Volksdeutschen in Russland. Die Entscheidungsgewalt in der Volkstumspolitik war schon lange vor 1941 im Zuge der Entmachtung und Gleichschaltung auf die Organe der SS übergegangen. Trotz der Kompetenzstreitigkeiten blieb sie auch in den besetzten ukrainischen Territorien bei Himmler. Für die Ukraine-Deutschen bedeutete dies, dass die wichtigsten Entscheidungen von der SS-Führung und nicht von etwa den Volkstumsspezialisten des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenbergs, getroffen werden. Übrigens war Alfred Rosenberg auch einer aus Russland, ein Lette, und er
nannte sich oder war Deutschlete, hatte sich. Also aus Lettland. Lettland war früher russisches Imperium, also war er praktisch ein Russe, der dann nach der Revolution nach Deutschland auswanderte und dann eine Karriere im Hitlers Stab machte. So, die Tätigkeit des Sonderkommandos Stump unterlag vielerlei Beschränkungen. Zum einen war sein Tätigkeitsbereich territorial in der Regel auf die Gebiete begrenzt, die unter ziviler Verwaltung standen. Bis Ende 1941 waren es die westlich des Dnieper gelegenen Gebiete der Ukraine. Die Stadt Melitopol und viele deutsche Dörfer in ihrer Umgebung kamen erst im Herbst 1942 dazu. Das Sonderkommando Russland, wie auch andere SS-Dienststellen, waren dagegen in der ganzen Ukraine einschließlich des rückwärtigen Heeresgebiets tätig. In Halbstadt und Nikopol wurden Unterabteilungen des Sonderkommando Russland stationiert, die Lehrerbildungsseminare wie Programme für Jugendliche im Reichskommissariat Ukraine fiel ebenso unter die Kontrolle der SS. Schau mal, was da für Aufwand betrieben wurde, das ist echt krass. Während das Sonderkommando Russland sich als wichtigste deutsche Dienststelle im rumänischen Herrschaftsbereich mit allen Verwaltungsbereichen und vor allem mit Aufbau und Verwaltung eines geschlossenen deutschen Siedlungssystems auseinandersetzte, konzentrierte sich Stump mit seinen Mitarbeitern auf die Erhebung empirischer Daten unter den Ukraine-Deutschen auf dem besetzten Gebiet. Im Tätigkeitsbereich des Sonderkommandos Stump wurden vom Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete Kreisbeauftragte und Stützpunktleiter mit dem Ziel eingesetzt, die sippenkundliche und volksbiologische Erfassung und Pflege des Deutschtums in den besetzten Ostgebieten durchzuführen. Konkret hieß es, die Arbeit in drei Hauptbereichen zu organisieren: Volkstumsarbeit, sippenkundliche Fragebögen, Familienverzeichnisse und Einwohnerliste. Anfertigung der Listen von Verbannten, Verschickten, Verschleppten und so weiter oder zum Beispiel auch Sammlung des vorhandenen Liedgutes. Liedgutes. Welchen Segelschein hast du gemacht? SKS, Sportküstenschifferschein. Beratung und Aufklärung sowie Erstattung von Lage- und Stimmungsberichten. Unter anderem wurden von Stump und den Kreisbeauftragten ca. 100 Dorfberichte nach einer bestimmten Form erstellt. Im Bestand des Ostministeriums im Zentralen Archiv der Ukraine finden sich mehrere Berichte von den volksdeutschen Referenten beim Befehlshaber im rückwärtigen Heeresgebiet Süd. Vom Sommer 1941 sowie Berichte der Beauftragten des SK Stump an die Kommandozentrale in Dnipropetrovsk über die Lage der Volksdeutschen in den jeweiligen Siedlungen. Auf der Basis dieser Informationen verfasste Stump Lageberichte an Georg Leibbrand, das von den Beauftragten vor Ort und von ihm selbst in den lokalen Archiven gesammelte statistische Material hat er während und nach dem Krieg verwendet. Noch vor der Auflösung seines Sonderkommandos im Frühjahr 1943 erstellte Stump ausführliche historisch-demografische Übersichten zu einzelnen deutschen Siedlungsgebieten, unter anderem zu den Gebieten Chortica und Kronau. Einer der Folgen der Besatzung war die Begegnung der Ukraine-Deutschen mit den Wehrmachtsangehörigen, NS-Forschern und Fachkräften russlanddeutscher Herkunft. Die meisten von ihnen hatten ihre Heimat in der Zwischenkriegszeit verlassen und wurden dann auf verschiedenen Wegen für den Osteinsatz mobilisiert. Einige Deutsche aus Bessarabien und Wolynien, die 1939, 1940 im Rahmen der Vertragsumsiedlung heim ins Reich geholt worden waren, wurden 1941 von den Wirtschaftskommandos der Wehrmacht und der FOMI als landwirtschaftliche Fachkräfte in der Ukraine eingesetzt. Zwar war diese Gruppe zahlenmäßig nicht besonders stark, ihre Bedeutung für die Umsetzung der NS-Politik gegenüber den Deutschen in der Sowjetunion darf jedoch nicht unterschätzt werden. Nach der Machtergreifung Hitlers stellten Experten ihr Fachwissen zur Sowjetunion und den dort lebenden Deutschen, dem NS-Staat, zur Verfügung. Während des Kriegs waren sie in verschiedenen Positionen im Einsatz und haben im Rahmen ihrer Kompetenzen in der tagtäglichen NS-Besatzungspolitik
und damit auch im Leben der Menschen ihre Spuren hinterlassen. Karl Stumpp ist aufgrund seiner Tätigkeit nach dem Krieg die prominenteste Figur und steht in der Forschungsliteratur exemplarisch für die Wirtschaftler russlanddeutscher Herkunft, die schon in den 1930er Jahren mit dem NS-Regime zusammengearbeitet haben. In der Nachkriegszeit war er viele Jahre Sprecher der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Er hat mit seinen Veröffentlichungen die Geschichtsbilder der Russlanddeutschen mitgeprägt und war an der Vermittlung dieser Geschichtsbilder bis in die 1970er Jahre maßgeblich beteiligt. Obwohl die Tätigkeit seines Sonderkommandos während der Besatzung viel besser dokumentiert ist als die des Sonderkommandos Russland, blieben etliche Fragen ungeklärt. Seine Verstrickung in die nationalsozialistische Vernichtungspolitik wird daher in der Literatur unterschiedlich gewichtet. Seine Expertisen dienten den in der Ukraine tätigen SS-Einsatzgruppen, um Exekutionen, sogenannte sicherheitspolitische Überholungen der Ortschaften durchzuführen. Einer von seinen Berichten bestätigt, dass Stumpp von Exekutionen der Einsatzkommandos gewusst hat und die Ergebnisse dieser Exekutionen in seine Erhebungen mit Genugtuung einfließen ließ. So wurden 2 Wochen nach der Erschießung aller jüdischen Einwohner des Dorfes Dobraja verfassten Bericht werden Maßnahmen zugunsten der Volksdeutschen beschrieben. Dem Sonderkommando Stumpp gehörten 1942 ca. 50 Mitarbeiter an, die mit einigen wenigen Ausnahmen ebenso russlanddeutscher Herkunft waren. 1942 setzten sich sein Kommando aus 4 Dienststellenleitern in Zhytomyr, Kiew, Dnipropetrovsk, heute Dnieper, und Nikolajew, heute Mikolajew, und aus den 49 Beauftragten zusammen. Ungefähr die Hälfte von ihnen war in der Ukraine, vor allem in deren südlichen Kolonien, geboren. Der Rest stammte gebürtig aus Sankt Petersburg sowie den Kolonien und Städten im Kaukasus. 31 der 49 Kommandoangehörigen, die in den 1890er Jahren, sowie 3 weitere, die in den 1880er Jahren geboren waren, gehörten zur selben Generation wie Karl Stumpp. Am Beispiel eines Beauftragten kann der typische Lebenslauf veranschaulicht werden. Albert Bippus wurde am 11. November 1898 in Tscherkess auf der Krim geboren. Er besuchte die Grundschule und das Gymnasium 1905 bis 1915 in den bessarabischen Kolonien Leipzig und Tarutino. Also Leipzig, nicht die deutsche Stadt Leipzig, sondern die krimdeutschen Stadt Leipzig auf der Krim. Es folgte eine pädagogische und sprachliche Ausbildung an der Zentralschule in Sarata. Im Zeitraum 1917 bis 1926 war Bippus als Volksschullehrer für Russisch und Rumänisch in Sarata und Chișinău in seit 1918 im rumänischen Bessarabien tätig. In den 1930er Jahren wechselte er zum Sekretariat des Konsistoriums in Tarutino und arbeitete eine Zeit in Borodino als Lehrer. Zwischen 1937 und 1940 war er Direktor des Verlages Deutsches Volksblatt in Tarutino, ehe er am 1. Oktober 1940 zusammen mit über 90.000 anderen Bessarabiendeutschen ins Reich umgesiedelt wurde. Bevor Bippus nach Kulm in Westpreußen zog, wurde er in einem Lager für Umsiedler in Dresden untergebracht. Hast du ein Boot? Nein, gekauft aber nichts. Gemietet. Kauf lohnt sich ja nicht. So. Nachdem es war, warum wurden diese Leute umgesiedelt? Nachdem Hitler-Stalin-Pakt geschlossen wurde, hatte Hitler und Stalin gesagt, wir ziehen hier die Grenze und wir siedeln die Leute um. Zwangsumsiedlung. Es ist niemals davon die Rede als Zwangsumsiedlung. Man sagt immer Umsiedlung, aber es ist immer Zwangsumsiedlung. Und zwar
wurden alle Deutsche, die praktisch auf der sowjetischen Seite gewohnt haben, wurden zwangs nach Westen umgesiedelt. Und genauso die Russen und Ukrainer, die auf der deutschen Seite gelebt haben, wurden praktisch auf diese Seite dann umgesiedelt. Damit wollte man Aufstände vermeiden und halt loyale Menschen mit Sprachträger, die auch die russische Sprache oder vor allem für Deutschland die deutsche Sprache dann trugen, praktisch bei sich haben. So, nach dem Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges wurde Bipus in Danzig für die deutsche Umsiedlergesellschaft Notdienst verpflichtet. Verpflichtet. Und 3 Monate später im Dienste des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete zur Erfassung der Volksdeutschen in der Ukraine eingesetzt. Nach der Kriegsgefangenschaft von September 1944 bis April 1946 war Bipus für das evangelische Lutherisches Hilfskomitee in Stuttgart als Sachbearbeiter für Flüchtlingsfragen tätig. Mit großer Wahrscheinlichkeit kannte er Stump noch aus der Zeit, als dieser selbst als Lehrer in Bessarabien tätig gewesen war. Auch im Umsiedlerlager, in das Stump vom DAI zur Datenerhebung abkommandiert worden war, könnten beide aufeinander getroffen sein. In den Archivakten finden sich nicht selten Hinweise auf verwandtschaftliche Verbindungen zu Reichsdeutschen. Diese persönlichen Beziehungen dürfen nicht unterschätzt werden, denn sie haben die Politik gegenüber den Volksdeutschen beeinflusst. Mit den Evakuierungsmaßnahmen der Ukraine-Deutschen wurde im Spätherbst 1943 begonnen. Anfang November erreichten die ersten Trecks die Stadt Kamjanez-Podolski. Mitte Dezember 1943 befanden sich schon 120.000 Deutschen aus der Ukraine im Kreis Lomża, westlich von Białystok. Insgesamt wird die Anzahl der Ukraine-Deutschen, die ins Reich sowie in den Wartegau und ins Generalgouvernement evakuiert wurden, auf 130.000 bis 220.000 geschätzt. Krass. Krasse Zahl. Muss überlegen, 220.000 Menschen, einfach weil die Wehrmacht sich zurückzog, mussten diese Deutschen mitziehen. Und man hat sie auch gar nicht gefragt, ob sie das wollen. Warum? Weil diese Menschen waren Arbeiter, also Arbeitskräfte und potenzielle Soldaten. So, genauere Angaben sind schwer zu bestimmen, denn in den Tracks sind nicht selten neben den Deutschen aus der Ukraine auch welche aus dem Nordkaukasus unterwegs waren. Sie wurden zwischen den Lagern in Wartegau verteilt, die vom Stab für Schwarzmeerdeutsche in Posen verwaltet wurden. Ihnen schlossen sich junge Ukraine-Deutsche an, die zuvor zur Ausbildung ins Reich geschickt worden waren. So zum Beispiel volksdeutsche Mädchen, die im Rahmen der NSDAP-Programms für Mädelführerinnen seit dem Herbst 1943 auf Bauernhöfen arbeiteten. Vor Ort waren sie für die Betreuung von Evakuierten und insbesondere Jugendlichen unter den Schwarzmeerdeutschen zuständig. Im Warteland wurden Hitlerjugend- und BDM-Führerinnen eingesetzt, die in ihrer Mehrheit noch in der Ukraine tätig waren und die Treks begleiteten. Die 2 Jahrzehnte, die die Ukraine-Deutschen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unter sowjetischer Herrschaft verbracht haben, unterschieden sie von allen anderen deutschen Volksgruppen Ostmitteleuropas. Die Frage der Loyalität oder, wie es im damaligen Jargon hieß, inwieweit die Ukraine-Deutschen mit dem Kommunismus verseucht waren, stand für die NS-Führung immer im Raum. Die Förderung der Volksgenossen und die Suche nach unerwünschten Personen unter ihnen vollzogen sich nach der Besetzung parallel. Während die SS-Einsatzkommandos für die Verhaftungen und Beseitigungen zuständig waren, leistete die Wehrmacht Schutz- und Aufbauarbeiten. Nach dem Abzug der Einsatzgruppen wurden die Deutschen der Aufsicht der Volksdeutschen Mittelstelle unterstellt, die sie identifizierte und registrierte. Auf die Aufrechterhaltung des Kolchossystems reagierten die Ukraine-Deutschen mit Anpassung und ihren noch in den Sowjetzeiten entwickelten Überlebensstrategien. Während die Arbeiten in der Kollektivwirtschaft nach wie vor nicht ohne Zwang vorstellbar war,
konzentrierten sich die deutschen Bauern auf die Arbeit auf ihren kleinen privaten Grundstücken, Hofland, deren durchschnittliche Fläche sich während der Besatzungszeit im Durchschnitt verdoppelte. Die in Aussicht gestellten Boden- und Verwaltungsreformen wurden lediglich zu Mobilisierungen und Propagandazwecken genutzt. Nach der Kriegswende im Frühjahr 1943 erkannten die Besatzungsbehörden, dass ohne entsprechende Maßnahmen keine Produktionssteigerung mehr möglich war. Inwieweit diese räumlich wie sie zeitlich sehr begrenzte Maßnahmen zur Einführung der neuen Agrarordnung in Wolinien und Transnistrien umgesetzt wurden, bedarf noch weiterer Forschung. Die geplanten NS-Umsiedlungen sollten durch die Rückgabe verlorenen Eigentums, vor allem des Bodenbesitzes, flankiert werden. Die Germanisierung Tauriens, das heißt in erster Linie der Krim, wurde als Entschädigung der Russlanddeutschen für Verlust ihres Eigentums in der Sowjetzeit dargestellt. Die Frage, warum Verlust des Eigentums? Weil Großeigentum wurde verstaatlicht. Deswegen. Und die, die das früher besaßen, die durften halt jetzt darauf arbeiten, auf diesem Grundstück, aber der Ertrag ging nicht ihm in die Tasche, sondern ging an die Gemeinschaft, wurde gleichmäßig verteilt an die Gemeinschaft. Damit keiner, ja, genau, damit halt Industrialisierung durchgeführt werden kann und damit keiner hungert, im Idealfall. Das Problem war immer, dass die Leute praktisch in Russland immer an den Boden gebunden waren, an die Erde und mussten Boden beackern, weil jeder sein kleines Grundstück zu beackern hatte und davon konnte er sich gerade noch so ernähren. Und die Fabriken in der Stadt hatten keine Arbeiter, weil die ganzen Leute auf dem Land festhingen. Und um die Industrialisierung durch zu pushen, mussten also die Arbeiter, jeder an seinem kleinen Grundstück, mussten praktisch gelöst werden und in die Stadt gebracht werden. Also was hat man gesagt? Man fasste das ganze Grundstück zusammen, ein großes Grundstück statt vielen kleinen, und einer oder zwei bleiben und bearbeiten das Grundstück, der Rest geht in die Stadt. Aber wie schaffen sie zu zweit dieses große Grundstück jetzt zu beackern? Ganz einfach, man gibt ihnen einen prozentlosen Kredit für einen Traktor, eine Maschine, also Landmaschine. Traktoren, Mähdrescher und so weiter. Praktisch Mechanisierung im großen Stile. Also von USA hat man ganz viele Maschinen gekauft damals. Die wurden dann mit der Zeit dann in der USSR nachgebaut und dann später wurden dann eigene daraus entwickelt. So. Und so kriegte man natürlich viele Leute frei für Fabriken, die in den Fabriken arbeiten. Man konnte viele Fabriken bauen und die Industrialisierung somit durchziehen. Bei den Umsiedlungen in Wolinien im Herbst 1942 versprachen die deutschen Besatzer nach Möglichkeit, den Besitzstand der Ukraine-Deutschen zum 1. Januar 1914 zu berücksichtigen. Was allerdings bedeutet hätte, nicht nur die Enteignungen der Sowjets, sondern auch die repressiven Maßnahmen der Zarenregierung aus den Jahren 1915, 1916 rückgängig zu machen. Genau, das war noch im Ersten Weltkrieg, die Repressionen gegen die deutschen Umsiedler von der Zarenregierung. Das Leben der Volksdeutschen in der besetzten Ukraine sollte an die Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg anknüpfen, als die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Kolonien ihren Höhepunkt erreicht hatte. Inwieweit aber auch bei der Aufstellung der Selbstschutzeinheiten auf die Zeit der deutschen Besatzung von 1918 und dem Bürgerkrieg Bezug genommen wurde, bedarf es weiterer Untersuchungen. Wurde ja fast nichts dokumentiert damals, vor allem auch im Krieg gingen viele Dokumente verloren, deswegen konnten sie auch gar nicht ermitteln, wer wie viel Land vorher hatte, und da muss man schon sehr ins Detail gehen und das wird wirklich Zeit fressen, das zu untersuchen. Ist aber auch nicht so interessant. So, die Behandlung von Juden und Fremdvölkischen sowie die Haltung der SS-Kommandos in Fragen der Religion
führten sehr bald zu einer Entfremdung zwischen den deutschen Gemeinden und den Mitarbeitern der FOMI. Allerdings hatten sich die Ukraine-Deutschen neben den zahlreichen Fällen der Verstrickung in die Judenverfolgung schon zuvor als Nutznießer einer rassenpolitischen Privilegierung komprimiert. Was heißt das? Als die Deutschen kamen und das Land besetzt haben, natürlich wurden die Juden erstmal enteignet. Und das Judenklump, das Eigentum von den Juden, der wurde natürlich unter den deutschen Umsiedlern verteilt. Also hatte jeder schon profitiert davon, von der Rassenpolitik. Man konnte sich als Deutscher auch von den russischen Nachbarn was klauen, ohne dass man dafür bestraft wurde. Das sowieso. Aber manche haben halt Freunde unter den Juden gehabt. Auch deutsche Umsiedler hatten Juden unter Freunden. Ja? Und dann zu sehen, wie der Jude dann abgeführt wird und erschossen und er ist dein Freund, war halt nicht so angenehm. Dann Religionsfragen der SS. Bei der SS war Religion so, dass praktisch der Gott, der Adolf Hitler ist, und es gibt keine andere Religion. Bei der Wehrmacht stand auf der Gürtelschnalle zum Beispiel Gott mit uns bei der Wehrmacht, und bei der SS stand das nicht drauf. Ja, da war das Hakenkreuz. Und deswegen war die SS eigentlich antichristlich, also sie war komplett gegen Christentum. Und das war in Russland und Osten, also komplett Ukraine auch, die Leute waren sehr religiös. Und da jetzt mal zu kommen und zu sagen, nein, du sollst keinen anderen Gott verehren außer Adolf Hitler, das klappt halt nicht. Auch die Bolschewisten haben das versucht, aber die versuchten es mit Aufklärung und versuchten halt sozusagen atheistische Sichtweise, es gibt keinen Gott, schau mal im Weltraum, da gibt es keinen Gott, da ist ein Vakuum. Und die Kirchen geschlossen und so weiter. So, und die SS hat halt das auf andere Weise, aber quasi gleiche Politik, antichristliche Politik betrieben. Und deswegen waren die Umsiedler, die deutschen Siedler, die da waren in der Ukraine, mittlerweile dann entweder die waren schon mitbeteiligt und auch begünstigt durch die Rassenpolitik, aber erkannten, dass es doch nicht das Wahre ist, die Politik der Besatzer doch nicht so schön ist, und wandten sich allmählich dagegen auf. Dies hat sicherlich vielen von ihnen im Herbst 1943 die Entscheidung leichter gemacht, ihre Dörfer zu verlassen. Neben der Einwanderung des 18. und 19. Jahrhunderts und den sowjetischen Deportationen und Repatriierungen nehmen auch die Erinnerungen an die Umsiedlung aus den besetzten Gebieten 1941, 1944 und die damit verbundenen Traumata wie die Trennung von Familien einen besonderen Platz im Gedächtnis der Russland- bzw. Ukraine-Deutschen ein. Von der Offenlegung der Archive der Sicherheitsdienste in der Ukraine sind neue Impulse für die Erforschung dieses Themas, insbesondere im Bereich der Zusammenarbeit mit den Besatzern, zu erwarten. Die bisherigen Forschungsergebnisse machen es aber jetzt schon erforderlich, das lange mit Verweis auf den Stalinismus gepflegte Opfernarrativ der Ukraine-Deutschen aufgrund der Verstrickung in das Besatzungsregime und den Holocaust zu hinterfragen. Das bedeutet, die Leute haben oft ihre ganzen Probleme auf den Stalinismus geschoben, aber inzwischen ist bekannt, dass sie selbst in Kriegsverbrechen verstrickt sind und eigentlich gar nicht so unschuldig sind, wie sie dargestellt haben. So, in diesem Sinne, meine Vorfahren, die waren 1941 nach Kasachstan aus der Ukraine umgesiedelt worden
Von daher kann ich mit Sicherheit behaupten, dass meine Vorfahren nicht an den Kriegsverbrechen beteiligt waren. Leider sind bei den Umsiedlungen nach Kasachstan auch viele gestorben. Von daher kann man das nicht als etwas Positives darstellen. Aber ich persönlich empfinde da so eine kleine Befriedigung, dass ich sagen kann, dass meine Vorfahren nicht in die Kriegsverbrechen mit eingebunden wurden. Zumindest durch diese ja katastrophale, ja eine Tragödie, Umsiedlung nach Kasachstan, das war eine Tragödie. Aber zumindest wurden meine Vorfahren dadurch nicht in die Kriegsverbrechen verstrickt. Das ist eine kleine Wiedergutmachung. Ansonsten, das ist aus der, nochmal für die Leute, die es verpasst haben, das ist aus der geschichtlichen Arbeit von einem ukrainischen Historiker, Dmitro Myshkov. So, ich hoffe, es war interessant für euch. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adios, muchachos.